mit ihren beiden Welsh Big Pony. Toni, ein 15-jähriger Wallach, und Corjene, eine 17-jährige Stute. Lea Schmidlin war Mitglied des Bronze-Teams an der WM Pony in Kisper in Ungarn. Ja, das ist ja schön. Gänsekastel. Ja. Du weißt ja, warum das so heißt. Da ist so eine kleine Bahn. Ja. Die haben die Ämter drin, dann läuft man so jedes Mal ein paar Jahre, ist es eine und zwei Tage. Ach, ich glaube, das war ja. Das haben sie mir so erzählt. Ich habe das gefragt, wo ich so ein Fan gekommen habe. Von ihm nach, jetzt habe ich irgendetwas so. Das ist doch wirklich ein Fan. Bestimmt. Urlaub hier zu machen ist ja schön. Super. Ja, sicher. Ich hab das ganze Jahr eigentlich auch, aber meine Frau, die quält mich halt. Das ist die Frage. Das glaubst du nicht, gell? Ja.
Ja, aber ich bin aber auch so gut. Ja, ja, das ist gut. Obwohl wir am Schluss das 10-Programm machen, manchmal ist noch 3, 4, 5, 5. Ja, das ist eben ruhig, oder? Du siehst doch alles. Jetzt kann man einfach rausbringen. Es gibt noch ein Semi-Comic-Programm. Extra das Comic-Programm, das die Jungen machen. So 15 bis 15. Resultat für Hans-Peter Sommer 65,02. Und damit hat Herr Schmidlin ihr Programm beendet. Oh.